Einen wunderschönen guten Tag, willkommen bei Get to the Keyboard, hier ist Schumade und ich starte heute einfach mal so eine kleine Ankündigung, denn ich und Soranis werden ein Torchlight 2 Livestream starten. Dazu fahre ich extra in das weit, weit entfernte, hinter Frankfurt, irgendwo Dorf, wo Soranis wohnt und wir zocken dann halt gemeinsam Torchlight 2 und wollen eine kleine Sechsergruppe aufstellen und zwar ist darunter halt meine Frau dann auch. Philor, kennen sicherlich auch viele aus der Community, hat die GTD Kalig unter anderem gemacht. Und Kilian, werden auch viele kennen, ist bei uns auch Moderator. Wahrscheinlich noch ein Freund von mir, ist noch nicht ganz sicher, aber wird es wohl werden. Und wie gesagt, starten dann halt so eine kleine Sechsergruppe und wollen einfach mal in Torchlight 2 richtig loslegen und mal schnetzeln, schnetzeln, schnetzeln. Wie es halt so ist, leucht, leucht, boom, weg, tot. Und wir haben da so ein bisschen was geplant, wissen nicht, inwiefern wir das umsetzen, zeittechnisch, weil es ist halt echt ein Donnerstag, ist eigentlich schade, am Wochenende hätte man sich da viel Zeit für nehmen können und wollten eigentlich ganz groß aufziehen und es passt halt zeitlich eher weniger, aber nichtsdestotrotz machen wir das jetzt ganz einfach und hoffen, dass wir zumindest eventuell das kochen, denn wir wollten eine Kleinigkeit kochen, so zum Essen, weil man braucht ja Nahrung, sollte vielen bewusst sein und wollten uns auch eventuell die Haare in den GTDK färben, was ein schöner Satz. Und schauen wir mal, inwiefern wir das dann alles machen. Und meine Frau wird wohl auch mit dabei sein, denn die kann ich nicht alleine fahren lassen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das wird. Ich hoffe, ihr hört zu. Das Ganze findet natürlich statt am 20.09., also der September, in 2 Tagen, nachdem dieses Video hier veröffentlicht wurde. Um 21 Uhr soll Torchlight 2 in Steam online gehen. Und ab dem Moment versuchen wir dann natürlich auch zu zocken. Wir spielen übrigens über Hamachi, das heißt, wir spielen nicht online. Das hat einfach den Grund, falls die Online-Server doch mal überlastet sein sollten. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber falls es doch mal so sein sollte, ist der Dienst natürlich weg und wir können nicht spielen. Insofern machen wir es von vornherein über Hamachi und da ist einfach gewährleistet, dass normalerweise, solange das Spiel nicht alle 5 Minuten natürlich selbst abstürzt durch einen Error, ist eigentlich gewährleistet, dass wir spielen können und euch dann auch was präsentieren können. Ist einfach bequemer für alle. Weil wenn es online Probleme gibt, dann sind wir ein bisschen angefressen, ihr seid ein bisschen angefressen. Und das muss ja alles nicht wirklich sein. Insofern weiß ich gar nicht, was es noch viel zu erzählen gibt. Wie gesagt, 20.09., 21 Uhr, um 19.30 Uhr wird der Livestream übrigens starten. Wie gesagt, wir machen da noch ein bisschen was und quatschen wahrscheinlich noch ein bisschen und wie halt so ein Livestream ist. Und hoffen ganz einfach, dass ihr einschaltet, so von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, wäre schön. Und dann könnt ihr, gerne zuschauen und könnt uns beim Zocken zuschauen. Das macht ihr doch am liebsten. Gebt es doch zu. Ansonsten, weiß nicht, es gibt, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen. Wir hoffen, der Livestream gefällt euch dann natürlich. Und somit verabschiede ich mich dann auch einmal und sage einfach mal Tschüss, bis Donnerstag, spätestens 21 Uhr. Ansonsten wird am nächsten Tag die Sonne nicht scheinen und ihr seid schuld. Das war's von mir, eure Schumade, Get to the Keyboard, auf Wiedersehen.